Hey ho! Es geht weiter mit Let's Play Terranigma. Beim letzten Part haben wir mit dem Kretzcliff Dungeon, wie auch immer er heißt, angefangen und haben uns soweit den Berg emporgekämpft, bis wir den Granitsperr gefunden haben. Und nun gehen wir weiter hinauf auf den Berg, immer höher und höher. Und werfen erstmal ein paar Vögel ab. Aua, bevor sie uns abschießen mit was auch immer. Ihren Federn, Krallen, sonst was. Oder wir ignorieren sie einfach. Über diesen Abgrund hier kann man drüber springen, wenn man sich vernünftig anstellt und einem kein Vogel im Weg ist. Ja, wie ihr seht, ich stelle mich natürlich nicht vernünftig an, weil ihr wisst ja, wie ich so mit Abgründen, ne? Abgründen und ich, das ist nicht so mein Ding. Und dieser Geoblaster ist unglaublich unpraktisch hier. Und diese Vögel sind auch... Ich bin in der Hölle gelandet. Ja. Hier sind auch Steine, mit denen man die Vögel abwerfen kann, aber ich schlag sie lieber. Geht irgendwie schneller. Hier kann man auch rüberspringen. Ha, seht ihr? Das kann ich. Jetzt kann ich. Hier finden wir ein bisschen Wasser und eine grüne Pflanze, was einfach nur Dekoration ist. Auch wenn es so auffällig aussieht. Zu dieser Kiste da kommen wir später noch. Keine Sorge. Irgendwann gelangen wir dahin. Es ist alles etwas sehr verwinkelt hier, aber ich glaube, ich weiß, wie wir später zu allen Sachen hinkommen. Wir werden also nichts verpassen. Keine Sorge. Jetzt gehen wir erstmal weiter nach oben. Wer hätte es anders erwartet? Es geht immer weiter hinauf. Außerhalb vom Berg und im Berg. Und hier finden wir erstmal einen Kristall. Das ist natürlich sehr schön. Wir haben eh nicht mehr allzu viele, nachdem wir jetzt beim Magier shoppen waren. Oh, und ich habe den Sturmring noch gar nicht gezeigt, fällt mir gerade auf. Das werden wir auf jeden Fall noch nachholen bei Gelegenheit. Vielleicht beim Endboss. Das wäre doch ein guter Zeitpunkt, die neue Magie zu zeigen. Endbosse haben Magie verdient. Vogel, nerv mich nicht, danke. Es geht immer weiter hinauf und hinauf und hinauf. Aber ihr seht schon, so langsam sind wir endlich oben angelangt. Und jetzt geht's wieder hinab auf der anderen Seite. Allerdings treffen wir hier erstmal auf neue Feinde, nämlich die Wurzelglome, die sich einrollen und rumkullern und Kung-Fu-Dritte und sonst was beherrschen und unglaublich brutal sein können. Außerdem haben sie 35 Kraftpunkte und gehören damit wohl zu unseren stärksten Feinden, die wir bis jetzt getroffen haben. Aua! Und wir besiegen sie natürlich mit dem Blitzstich am einfachsten. Tschu! Aua! Wenn wir denn dazu kommen zu rennen auf diesem schmalen Bergabhang hier. Und wie ihr seht, sind sie auch unglaublich schnell. Man muss gar nicht auf sie zurennen, weil sie kommen zu einem hinge... Space jumped, wie auch immer. Jetzt gehen wir zuerst diese Ranke hier nach unten, denn plopp, da finden wir ein Schlammmonster. Nein, da finden wir ein Kristall. Ich muss sagen, ich bin unglaublich froh, dass man hier nicht runterfallen kann, denn sonst wäre ich gerade hier runtergefallen. Ich glaube, damit haben wir schon alle Kristalle in diesem Dungeon eingesammelt, oder? Ah, nein, es kommen noch welche. Natürlich kommen noch welche. Dieser Kaktus hier redet nicht mit uns. Warum redest du nicht mit uns? Naja. Dann gehen wir hinab in dieses Loch. Und nehmen mal den linken Ausgang. Ich habe keine Ahnung, welcher der richtige ist. Ah, sehr schön. Eine Kiste mit Heilzeug. Und noch ein Kaktus, der nicht mit uns reden will. Das ist unglaublich. Warum reden die alle nicht mit uns? Das ist eine Unverschämtheit. Das ist wirklich nicht nett. So, hier geht es links lang und rechts lang. Toll, was? Aber ich glaube, hier rechts ist eine Sackgasse. Genau. Sehr schön. Somit wäre das auch geklärt. Nur ein paar Schlammmonster, die wir... Ach, wir töten sie. Erfahrungspunkte können nie schaden. Vor allem nicht in diesem Dungeon hier. Trauma, ich sag's euch. Totales Trauma. Aua. Die töten mich noch. Ich mag diese Schlammmonster nicht. Und vielleicht sollten wir mal eine Heilknolle essen.
wir bekommen ja eh ständig an den Schatzkästen gesagt, du hast schon reichlich davon. Ja, dann können wir auch mal eine benutzen. Eine Wunderknolle. Ja, Hark benutzt die Wunderknolle. 70 Kraftpunkte erhalten. Klopp. Wunderbar, sind wieder voll aufgeladen. Können uns in den nächsten Kampf stürzen. Oh, Saisonuntergang ist schön. Da vergisst man auch glatt, wo man gerade ist. In einem horrormäßigen, riesigen, verwinkelten Dungeon mit schon wieder Milliarden Wegen. Aber wir gehen erstmal hier rein, denn sonst kommen wir eh nirgends weiter. Hier sind kleine, nervige Feinde. Im Grunde die Geoblaster nur in kleinen und feuerspuckend. Piu, aua, aber mindestens genauso nervig, da sie Feuer spucken. Aber wir ignorieren sie jetzt einfach. Schnappen wir uns den Kristall hier oben und verkrümmeln uns aus diesem riesigen Raum, in dem es sonst nichts gibt. Gar nichts. Diese Platten da fallen runter. Ähnlich wie im zweiten Tempel war es, glaube ich. Von daher rennen wir einfach ganz schnell drüber und töten dann diesen Geoblaster. Denn bei dem Erdbeben fallen die Platten natürlich auch runter. Und wir haben sogar ein Level abbekommen dafür. Oh, und richtig schöne Werte. Und den Geoblaster töten. Und den hier töten. Gar nicht so schwer. Wenn man runterfällt, landet man eben in diesem riesigen Raum, wo wir gerade herkommen. Mit den kleinen Geoblastern, die uns anschießen. Ja, und wenn man nicht runterfällt, dann kommt man eben rüber. Und landet hier. Wenn wir, ich glaube, hier nach unten springen, kommen wir genau dahin, wo wir angefangen haben gerade. Sozusagen ein verkürzter Rückweg. Ah, Vögel, Hilfe! Was geht denn hier ab? Geflügelparty! Aua! Stirb! Du stirbst auch noch. Du nervst mich nämlich. Deine bloße Anwesenheit nervt mich. Ah, sind noch eine. Okay, das war's. Hier glitzert etwas ganz unauffällig im Gestrüpp. Etwas schimmert im Gestrüpp. Ah, gehält die Greifenklaue. Und es glitzert immer noch, obwohl wir sie in der Hand haben. Die Greifenklaue ist etwas sehr, sehr Schönes, denn damit können wir diese Wände hier hochklettern. Ganz einfach. Klack, 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 klack. So, aua. Damit können wir jetzt auch an diesen lustigen Wänden nach oben klettern. Und damit tun sich uns viele neue Wege auf, wenn uns keine Vögel in die Quere kommen. Was sie leider tun. Ja, so, jetzt nicht mehr. Es sei denn, da kommt noch einer. Nein, kommt ja nicht. Gut, danke. Hier oben finden wir eine Schatzkiste mit einer Wunderknolle. Seht ihr? Hat sich doch gelohnt, die eine zu essen. Wir haben schon wieder eine neue bekommen. Hier springen wir jetzt nach unten. Und dann sind wir wieder hier, wo wir vorhin reingegangen sind, in diesen riesigen Raum. Damit wäre diese Seite des Dungeons abgehakt. Und jetzt können wir dank der Greifenklaue hier rechts weiter. Und zwar war hier hinten irgendwo... Hier ging es nach oben. Genau. Nur hier. Oh, schnell. Bevor die Schlammmonster uns abwerfen. Schneller, Ark. Kletter um dein Leben. Ja. So, jetzt sind wir hier angelangt. Aber wir gucken erstmal, was es hier unten gibt. Ich glaube, das ist nur... Genau, andere Weg. Hier waren wir schon. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Als wir hier rechts lang sind, sind wir dann zu unserer neuen Waffe gekommen. Aber jetzt gehen wir erstmal schnell hier hoch und finden Heilzeug, das wir nicht brauchen. Aber gut, ihr habt die Kiste gesehen. Ihr wisst, dass sie da ist. Wenn ihr sie braucht, könnt ihr sie euch holen. So, jetzt klettern wir hier nach oben. Und ganz cool seitwärts. Yeah. Und finden hier eine Tür. Von da unten kommen wir, genau. So. Das ist die rechte Seite. Auf der linken Seite von diesem Raum waren diese tollen Abgründe. Erinnert euch? Das ist die rechte Seite dazu mit dem lieben, lieben Geoblaster, den ich ja so gerne mag. Und den lieben, lieben Hadeskrähen, die ich auch so gerne mag. Und ich mag diesen Dungeon generell sehr. Hab's schon mal erwähnt? Ganz viele tolle Feinde hier. Die sind alle ganz lieb. Die mag ich total. Geoblaster löst ein Beben aus. Ark ist paralysiert. Nein, wirklich. Geoblaster löst ein Beben aus. Ark ist paralysiert. Nein, wirklich.
Stirb, Geoblaster. Stirb einfach. Ach, gut. Ich glaube, jetzt kommt keiner mehr, oder? Oder? Nein. Okay. Gut. Dann gibt es hier wieder Milliardenwege. Wir können nach unten, nach oben. Ich glaube, wir gehen erst nach oben. Weil da drüben was? Ach, das war die Kiste mit der Heilknolle, die wir ja schon haben. Überall die Heilknolle, die wir schon haben. Hier oben sind wieder, aua, viel zu schnelle Wurzelgnome. Die wir aber trotzdem erledigen werden. Denn wir wollen natürlich den Kristall hier haben. Ich glaube, das war jetzt wirklich, aua, der letzte Kristall. Soweit ich mich erinnere. Ja. Oh, Geld. Dankeschön. Und es gibt sogar noch eine Kiste hier oben mit Geld. Wie schön. Mal nicht Heilzeug, was wir schon haben. Ist ja unglaublich. Dann kämpfen wir uns irgendwie hier an den 1000 Steinen vorbei nach unten. Hallo? Ah, hier. Okay. Und finden hier wieder so eine lustige Fallgrube. Und würde sagen, wir lassen einfach hinunterfallen. Es ist eh alles die gleichen Wege. Okay, eben wäre es nach rechts gegangen. Oh nein, jetzt haben wir den Kristall verpasst. Dann mache ich einen kurzen Schnitt, bis ich wieder bei der Fallgrube bin. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder oberhalb der Fallgrube und ich habe festgestellt, es gibt keinen Weg zurück, weswegen ich einfach nochmal von vorne angefangen habe. Also den Dungeon von vorne angefangen habe. Und jetzt sind wir wieder hier. Und ich dachte mir, hier oben, bei diesen tollen kleinen Viechern, Wurzelgnomen, könnten wir eigentlich am besten mal unseren neuen Zauber testen. Den Sturmring, den wir gekauft haben im letzten Part. Denn bei vielen Feinden lohnt es sich doch besser. Ich muss ihn nur finden in der Auswahl. Hier ist er, der Sturmring in Aktion. Wie ihr sehen könnt, ist er sehr, sehr mächtig. Sehr, sehr mächtig. Und alle Feinde vernichtet. Einer meiner Lieblingszauber, muss ich sagen. Leider ist er ja etwas teurer, weil er 2 Kristalle kostet, aber naja. So, dieses Mal werden wir... Wir mussten nach rechts, oder? Jetzt habe ich es vergessen. Ich will hier nicht nochmal hochlaufen. Oh, aber ich glaube, wir mussten nach rechts. Rechts, 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 rechts. Ja, genau. Jetzt landen wir hier und erhalten auch unseren letzten Kristall. Und wenn wir hier nach unten klettern, sind wir da, wo wir beim letzten Mal, aua, auch gelandet waren. Hilfe! In einem Haufen Wurzelgnomen. So, jetzt gehen wir aber zuerst hier rüber auf die linke Seite. Und hier hinunter. Und jetzt auf die linke Seite. Genau, hier wollte ich hin. Denn es gibt noch etwas, was wir im letzten Part gesehen hatten am Anfang. Nämlich hier diese Kiste. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Hier ist sie jedenfalls mit einem Vital-Elixier. Mal wieder. Sehr schön. Freue ich mich immer drüber. Bringt uns natürlich wie jedes Mal 5 weitere Kraftpunkte. So, damit wäre auch die letzte Kiste im Dungeon geöffnet. Und wir können uns langsam mal auf den Weg zum Boss machen, würde ich sagen. Einen anderen Weg gibt es hier leider auch nicht. Außerdem ganz zurück an den Anfang. Toll, was? Stirbt, Wurzelgnome! Allerdings würde ich sagen, ich trainiere noch bis Level 13 und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir den Boss bekämpfen werden. Also dann, ciao, ciao!